Hallo meine Lieben, heute gibt es eine Anleitung von dieser schönen Mütze mit Umschlag. Meine Wolle ist 100% Polyacryl und mit einer Nadelstärke Nummer 5 zu stricken. Es werden 76 Maschen angeschlagen und in Runden gestrickt im Bündchenmuster, 2 Maschen rechts und 2 Maschen links. Fortlaufend wiederholen, 2 rechts und 2 linke stricken. Meine Wolle ist ziemlich schwer und so muss ich dann noch das zweite Knäuel von 100 Gramm anfangen. Im Bündchenmuster weiter stricken, bis eine Gesamtlänge von 28 cm erreicht ist. Dann beginnen wir mit den Abnahmen. Überall, wo nun die rechten Maschen sind, die werden jetzt alle rechts zusammengestrickt. Die linken werden ganz normal gestrickt, also 2 linke und die rechten wieder zusammen. Dann stricken wir eine Reihe darüber, so wie die Maschen erscheinen, ohne Abnahmen. Ein Markierer zeigt uns direkt, wo die Reihe zu Ende ist oder die Runde. So wie wir die rechten abgenommen haben, so stricken wir jetzt die linken zusammen. Und zwar wechseln wir direkt, weil es zu eng wird, auf ein Nadelspiel. Alle linken Maschen werden nun links zusammengestrickt. Und am Ende haben wir nur noch eins rechts, eins links, eins rechts, eins links auf der Nadel. Ich habe die Maschen so aufgeteilt, dass auf 3 Nadeln 8 Maschen sind und auf der letzten Nadel nur noch 6 Maschen. Wieder eine Reihe darüber stricken, so wie die Maschen erscheinen, ohne Abnahmen. Und nun stricken wir immer 2 Maschen zusammen. So haben wir nur noch 4 Maschen auf der Nadel und auf der letzten befinden sich 3 Maschen. Dann können wir den Faden großzügig abschneiden, ihn durch eine Nadel geben und mit der Nadel alle Maschen aufreihen. Das Ganze dann fest anziehen und das verbleibende Loch in der Mitte einfach mit ein paar Stichen zunähen. Alle anderen Fäden auch sauber vernähen und damit ist die hübsche Mütze auch schon fertig. Den Umschlag noch gemacht und fertig ist das gute Stück. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video. Eure Jule.